Ich spreche jetzt von Heilbronn. Die Verfolgung in Heilbronn war bekannt. Und wer kein Analphabet war, der konnte also lesen, was mit den Juden geschah. Da wurde Woche für Woche berichtet, schon 1933, in ganz abscheulicher, diffamierender Weise über jüdische Bürger. Sie seien Betrüger und wurden mit Namen genannt, der Pferdehändler sowieso, der Metzger sowieso, der Bäckerhahn sowieso, der Mannheimer sowieso, alles wurde in allen Einzeiten breitgetreten. Und die Leute erfuhren also ganz genau, was mit den jüdischen Mitbürgern vor sich ging. Sie konnten es aus der Zeitung lesen. Dann hat jeder erlebt und gesehen den Judenstern. Er hat im Heilbronner Tagblatt gelesen, dass es den Juden verboten war, ein Kino zu besuchen, eine Gastwirtschaft zu besuchen, außer ihre eigene bei Würzburg im Adlerkeller, irgendwo einzukaufen. Dann kam die Beschränkung in den Lebensmittelkarten. Er durfte die Straßenbahn nicht mehr benutzen. Es war ein Verbot, er durfte sich nicht mehr baden. Er durfte nicht mehr in das Heilbronner Hallenbad. Das war immer wieder da und stand in der Zeitung drin. Verbot um Verbot. Jetzt frage ich mir, wer hat das in Heilbronn nicht gewusst? Wer hat das nicht gewusst? Das sind solche Beispiele, wo man sieht, ich kenne alle jüdischen Familien der Nachbarschaft, ich kenne die Amberg, ich kenne die Oppenheimer, ich kenne die Adler, die Einstein, die Dreifuß, alles in der Nähe, Wilhelmstraße, Stauffenbergstraße, hier sind die anderen noch, jetzt Innsbrucker Straße, Zezilienstraße, Bergstraße, die sind mir alle wohl bekannt, die kennen sie persönlich. Und verfolge ihr Schicksal und verfolge das Schicksal im jüdischen Friedhof von ihren Eltern, von ihren Großeltern, woher sie gekommen sind. Ja, und erst dadurch wird das alles klar.